Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Jedes Mal, wenn ich hier zur Tür rauskomme, ist irgendwas ultra cooles mit meinem Pickup los. Der sieht ja mal mächtig aufgemotzt aus jetzt hier. Ja, wenn du mal einen Reifen wechseln musst, dann bist du wenigstens hier mal schnell bei der Sache. Komm ich jetzt hier überhaupt noch rein? Irgendwie backt er mir gleich... Alles klar, dann haben wir mal ein Pickup weniger. Meine Fresse, was ist denn das für eine Scheiße? Ich move mal eben die Koffer noch drin oder stell zumindest erstmal vor die Tür. Wir nehmen den anderen Wagen. Ne, der Pickup ist mir nicht zuverlässig genug. Feuern wir einfach mal da über den Zaun. Das ist schon mal wieder ein guter Grund, sich mal so einen Wagenheber zu bauen. Den gab es ja beim letzten Mal zwar in Staffel 1 hier zusammen auf der Map waren. Auch noch nicht. Achso, nee. So. Guck mal, was wir dafür bräuchten. Und wir können auch erstmal das andere Auto nehmen. Ich würde dann gerne erstmal losmachen. Wir wollen in die Mine. Den gibt es doch bestimmt hier, ne? Den Wagenheber. Boah, 3 Zahnräder und ein Reifen. Okay. Hätten wir wohl noch über. 5 Komponenten, 10 Scraps. Ja. Na, erstmal kann er schön auf dem Dach liegen bleiben. Dann nehmen wir mal die andere Kiste. Haben wir mehr Platz im Kofferraum. Für die Mine passt das schon. Den sollte ich jetzt allerdings auch vielleicht nicht unbedingt zerlegen. Komme ich da jetzt überhaupt noch durch? Du kannst auch hier rumfahren. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich ist hier gleich irgendein Huckel und ich lege das Ding auch noch aufs Dach. Dann gehen wir zu Fuß. Nee, sieht gut aus. Also sowas aber auch, ey. Hast du einen schwebenden Pickup? Steigst du ein, willst du losfahren, liegt auf dem Dach. Also, kann es denn schöner sein? So, machen wir hier lieber schön langsam. Dass du vielleicht doch irgendwo gegenfährst. So. Ah, hier passt das schon, ne? Na, warte mal, wir drehen mal gleich. Ups. So. Da wollen wir mal sehen, ob es da unten jetzt was Neues gibt, was mich überrascht. Spitzhacke hast du ja hoffentlich dabei, ne? Hast du. Na gut. Dann klopfen wir mal uns ein bisschen Metall zusammen. Ist jetzt aber irgendwie... Jetzt ist Mist, oder was? Oder ist das jetzt hier immer so neblig? Nee, ich glaube, es ist Mist. Dann will ich mal hoffen, dass hier unten jetzt keine Zombies spawnen. Das wäre gar nicht mal so geil. Ich glaube mal, beim ersten Durchgang, Staffel 1, waren keine hier. Ich hoffe, da hat sich nichts dran geändert. Sonst haben wir hier gleich ein Problem. Steht der erste Tod ins Haus.
Folge 13 halt, ne? Da kann ja nur irgendwas schief gehen. Ja, hier ist nichts mehr da. Jetzt musst du auch noch hier immer aufpassen. Ob ich mich hier einfach mal hinlege und eine Runde schlafe? Weil das ist ja echt mal extrem teasig. Hier sind schon mal keine Zombies, das beruhigt mich ein bisschen. Bis jetzt zumindest. Oh. Ah. Hallo? Sieht nicht so aus. Als ob hier unten welche spawnen. Ich hätte vielleicht da nochmal draußen gucken sollen, weil ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt hier immer so die ist oder ob das wirklich Mist ist. Aber ich nehme mal an, es ist Mist. Es ist auch arschkalt hier unten drin, 0 Grad. Naja, beim Klopfen wird uns schon warm werden. Mal lieber, ob nicht wirklich ein Zombie neben uns steht. Das fände ich ein bisschen ungünstig. Nicht zu viel rennen hier unten. Stamina brauchen wir fürs Abklopfen. Dann holen wir uns mal so einiges zusammen. Eisen brauchst du den ganzen Arsch voll und Kupfer vor allem. Ich hoffe, da finden wir ein bisschen was. Aber wir klopfen hier, glaube ich, eh jeden Brocken ab, den wir finden können. Denke, das sollten wir ins Inventar kriegen. So. Nächste. War das überhaupt schon wieder Zink? Zink brauche ich eigentlich erstmal nicht so dringend. Naja. Hallo? Zombies? Geht mal auf einen Meter Abstand, ich habe eine Spitzhacke in der Hand. Kann ich hier auch mal irgendwie ein Stückchen Kupfer haben, bitte? Ist doch, glaube ich, schon wieder Zink hier, ne? Ja, na klar. Hier. Bis hier hinten hin ist geflogen. Ah, hier ist auch noch was. Sehr gut. Sulfur. Das können wir auch gebrauchen. Wir müssen ja... na. Schwarzpulver damit herstellen. Dann haben wir den Arm auch schon so weit abgegrast, würde ich sagen. Manchmal sind hier an den Seitenwänden auch noch Steine dran, aber ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Also hier so abbaubare. Oh, hier sind, glaube ich, zwei übereinander. Ich weiß nicht, ich habe hier auch nicht so das Zeitgefühl, wann jetzt hier der Mist dann mal vorbei sein würde. Wir werden es mal sehen. Wenn es die ganze Zeit so diesig ist, ist das hier jetzt halt so? Macht es noch ein bisschen gruseliger hier unten. Ja, du wolltest ja nicht laufen. Haben wir irgendwas übersehen? Nö, ich glaube nicht. Hier ist auch keiner zu Hause. Hier haben wir doch was. Ich glaube, das ist Gold. Noch kein Kupfer, das ist doch scheiße. Wenn hier alles täuscht, gibt es für das Geld immer noch keine Verwendung. Ne? Ich glaube, das war so. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile irgendwie
um was Neues gibt. Glaube aber eher nicht. Ja, das Update, ihr wisst es bestimmt schon, das kommt am 7.8. raus. Voraussichtlich, sage ich mal, wenn bis dahin alles fertig ist. Dann haben wir noch schön Zeit, uns hier gemütlich ein bisschen vorzubereiten. Und jetzt ist Ende Juni, also 5 Wochen. Wird es auf jeden Fall noch dauern. Immer nochmal schön hier zusammen ein bisschen rumwursteln. Folgen lang und gehen dann gut vorbereitet, sofern denn der Spielstand kompatibel ist. Aber dann sind wir zumindest schon mal eingeübt wieder in das Update rein. Mal ein bisschen spioniert, was da alles so Neues gibt. Kannst auch mit dem Baseballspieler, Baseballschläger dann hantieren. Und wir gucken uns das dann ganz gemütlich an. Wo will ich denn hin? Ich gehe erstmal hier rein, glaube ich. Ich glaube, da vorne ist ein Kupfer. Ja, das wäre auch der erste. Da wird es auch mal langsam Zeit, ey. Ich glaube, ich brauche 8 Stück für einen Barren. Gold eigentlich... Na ja, doch. Komm, nimm alles mit. Bräuchte ich es ja, glaube ich, noch nicht. Ja, das sieht aus wie Kupfer. Da brauchen wir mindestens noch einen Block von, sonst war der Weg ja schon fast umsonst hier. Oder hatte ich schon einen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, mal kurz gucken. Wenn wir hier nochmal um die Ecke gelünzt haben. Mittlerweile glaube ich, das ist wirklich so diese hier drin. Oh. Jetzt ist es wieder 37 Grad. Dann würde ich schon fast wieder denken, es wäre doch Mist. Wir werden es mitkriegen. So. Ja doch, ich hatte schon... Wir haben 10. 10 Kupfer haben wir mindestens, wenn wir noch ein Steinchen finden könnten. Zumindest irgendwie mit 16 Kupfer hier rausgehen. Oh, 6 Stück sind da manchmal gar nicht drin in so einem Teil. Naja. Ja, sehr gut. Nein, die kann ich nicht abbauen. Ach, das ist doch scheiße. Ausgerechnet Kupfersteine, das nicht Gold sein können. Das ist ja gemein. Geht nicht, ne? Kann ich auch nicht. Ach, hier geht's. Oh, Gott sei Dank. Manchmal gibt's hier noch so Eckchen, wo man irgendwie nicht drauf rumklopfen kann. Also drauf rumklopfen kannst du, aber passiert bloß nichts. Oh, jetzt ist Mist durch. Ah, okay. Aber dann wissen wir ja zumindest, dass hier beim Mist nichts in der Mine spawnt. Schön die Taschen voll gestopft. Ein paar Schritte können wir mal laufen. Komm. Gold. Ist hier noch ein Steinchen für mich irgendwo? Ja, hier vorne. Noch mal ein bisschen Sulfur. So. Haben wir eigentlich nur noch den einen goldenen Stein und die 3, 4, die ich wahrscheinlich vergessen habe. Wollen wir uns kurz anschreien lassen?
Ne? Ihr wisst ja, wer hier wohnt. Aber da sind wir noch nicht gut genug vorbereitet für den Kollegen. Den nehmen wir uns dann später mal zur Brust. Den kleinen Schreihals. So, ich glaube, wir haben es fürs Erste. Mal ganz kurz ein bisschen durchgucken. Manchmal übersiehst du hier schon nochmal so einen Stein. Aber ich glaube, wir können uns mal die ersten Barren zusammenschmelzen. Muss ich erstmal überlegen, wie das geht. Für die Munition brauchst du ja diese Brass Ingots. Alles Kupfer und Zink? Ich glaube. Riesig war die Ausbeute jetzt aber wirklich nicht. Auf jeden Fall probieren wir das zu Hause mal an der Schmelze nochmal aus. Weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber hier müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal rein. Um uns noch ein bisschen Erze rauszuholen. Da kommen wir noch nicht weit mit. Da würde ich euch jetzt aber wahrscheinlich auch nicht jedes Mal mitnehmen. Wir haben uns das jetzt einmal angeguckt. Sogar bei Mist, um zu gucken, ob da jetzt mittlerweile hier mal Zombies spawnen. Tun sie aber anscheinend nicht. Schon wieder neu? Geht aber schnell. Da bin ich gleich am ersten Mal blind vorbeigelaufen. Das war noch Eisen, das brauchen wir auch noch. Male. Jo, das sieht gut aus. Ja, wunderbar, hat auch gut gepasst. Haben wir den Mist mal hier unten verbracht. Hätte zwar auch gerne in der Base mal geguckt. Während des Nebels. Um mal zu gucken, wie sicher das ist. Oh, ich habe das Licht angelassen. Naja, ist egal. Brauchst du jetzt aber auch nicht unbedingt. Um mal zu testen, wie sicher unsere Base hier so ist. Jetzt mal nochmal ins Dorf. Oh, scheiße, ich wollte mal ins Inventar gucken. Ah, nee. Müssen wir eigentlich nicht. Benzinkanister habe ich ja mal wieder nicht dabei. Ich sollte ihn echt mal ins Auto legen. Dann können wir mal gucken. Fahren wir eben nach Hause und schauen uns mal an, ob wir mal so ein Wagenheber da bauen können. So, fahren wir gleich ein bisschen auf der Straße. Nur noch ein, zwei Hühnchen mitnehmen. Gleich was zum Ausnehmen und könnte noch ein bisschen Fett durchrendern. Ja, ich guck mal, ob es hier welche gibt. Warte mal. Den können wir auch mal abbauen. Hier hätte ich, glaube ich, alles mitgenommen, ne, was hier Wert hatte. Ja. Mal einen Schluck getrunken. Nüppeln wir mal die Axt kaputt. Die wird wohl nicht lange erhalten. Mach mal dein Licht aus, bitte. Jetzt ist hell am Tage, da brauchst du kein. Das dauert aber lange. Oh. Das ging ja fix. Wir haben ja noch dabei. So. Hühnchen. Der Mann mit der Axt ist da. Obi, ich sehe gerade gar keine. Glaubt man das? Da hinten wäre jetzt noch ein Trecker, aber
jetzt eigentlich lieber gerne mir nochmal so ein Huhn dann angeschnallt. Da ist doch eins. Die ist wieder hinter mich geschlichen. Bogen habe ich dabei auf der 4. Ah, hier sind ja ein paar. Oh. Ach, du läufst aber schnell weg. Hat aber eben besser geklappt. Ah, jetzt haben wir's. Ich hoffe, ich krieg mal einen Pfeil wieder. Hier sieht man diese schlecht. Ja, sehr gut. Schnell zwei Bobbys. Ah, komm, den letzten. Den lässt mal leben, hätte ich bald gesagt. Aber die vermehren sich ja Gott sei Dank gut, ne? Wenn wir hier gleich wieder lang fahren, dann sind bestimmt wieder drei Stück da. Habe ich noch ein bisschen Platz? Habe ich. Ups. Nee, wollte ich nicht. Ja, Gott, auf der 5. Jetzt müssen wir erstmal ein Schaschlikspießchen essen hier. Kein Weg dran vorbei. So. Ups. Achso, glaubt mal der Ton weg. Hier, haben die noch irgendwas zu looten vielleicht? Nö. Oh doch, ein paar Metal Scraps liegen hier noch gratis. Dann nehmen wir die doch mit. Na, hier hat es noch so einige Traktoren. So weit weg habe ich geparkt. Machen wir uns aber erstmal nach Hause und ich baue mir mal so einen schönen Wagenheber, um meinem Pickup mal wieder auf die Beine zu helfen, der mich echt mal beschissen hat. So ein Arsch-Pickup. Jetzt machen wir noch Zahnräder und Reifen für. Wow. Auch schön langsam beim nächsten Mal. Dass hier zwei Autos rumliegen. So eng hier jetzt. Würde ich mir eigentlich gerne mal wieder ein bisschen als Licht hier vor die Ah, ich glaube, so geht's. Ich glaube, ist auch noch weit genug weg vom Haus. Nicht, dass die Zombies da wieder rauskommen. Alles klar. Denkt mal bitte an den Benzinkanister und guck mal, was jetzt hier so ein Wagenheber da kostet. Gears meine ich. Wir gucken uns dann nochmal nach der Repair Bench dann. iGears. Bei Gears und Reifen. Komponenten und Scraps habe ich genug dabei. Ups. Na gut. Tue ich mal so, als hätte ich saven wollen. Hab schon die falsche Taste erwischt. So, schmelzen. Ich glaube. Ist das hier Zink? Ja. Wie viel Kupfer haben wir denn noch? Ein Barren. Was brauche ich für diese Reloading Bench? Tatsächlich zwei Barren. Dann machen wir uns mal zwei reine Kupferbarren erstmal. Macht man ja sonst, glaube ich, normalerweise nicht. Oh, sorry.
Machen wir zwei. Ach, vier sind das. Ne, dann machen wir. Ja, ist egal. Kannst schmelzen mal durch hier. So. Den anderen cleverer Dutch, da muss ich mir dann auch das nochmal einen Spind bauen. So ein paar Metal Scraps holen. Dann machen wir uns noch ein paar Gears. Zwei Stück habe ich hier schon mal drin. Genau. Zinkkanister, ja, nehmen wir gleich mit. So, haben wir hier noch irgendwo Plätzchen erstmal für die übrigen Erze. Oh. Muss es wohl hier erstmal mit rein. Ein Kupfer. Ganzen Arsch voll Zink. Da brauchen wir schon wieder nicht so viel von. Beile kannst du mal wieder in den Köcher anladen. Metal Scraps, bitte. Da brätst du nochmal eine komplette durch. Eine komplette Reihe und wir brauchten ja auch noch ein paar einzelne dann. Nee, Melze ist das hier. Das dauert ja relativ lange. Würde ich sagen, ich nehme mal in der Zeit die Hühner mal aus. Wie lange dauert denn das? Minuten. Ein Huhn. So, schon was fertig? Ach Gottes Willen. Check's noch rein. Jo, die sind schon mal fertig. In 3 Minuten diese hier. Können wir glatt noch ein zweites Huhn ausnehmen? Fertig? Nee, jetzt. Ja, lass nochmal eins, ne? Harvesten. Können wir dann auch nochmal einen Grill anmachen. Ein paar kleine Schenkel durchbraten und das Fett mal rendern. So, jetzt haben wir es fertig. 12 Stück, sehr gut. Wir machen mal 2 Gears. Ich hätte gerne noch ein Gear über für einen großen Spind für die Metalle. Den stellen wir dann gleich am besten hier an die Schmelze dran. Mal dein Lämpchen an. So. Reloading Bench. 4 brauchst du sogar, verdammt. 10 Bretter, ein Hammer und eine Säge. Müsstest du eigentlich hier finden? Hier ist ein Hämmerchen. Hier ist auch eine Säge. 10 Bretter, ist das Inventar eh voll. Haben wir sogar noch. Verdammt. Gut, können wir bauen. Stellen wir uns drüben rein. Ruhig hier neben, würde ich sagen, ne? Oder gegenüber. Können wir auch gegenüber hinstellen. So, ist er denn wieder immer ganz unten? 4 Gears, ey, da habe ich echt gepennt. Ich dachte irgendwie nur 3. Hatte 3 von 4 wahrscheinlich.
fix mittig. Ja, stell mal hier hin. Was ist das? Kommst du noch durch? Ja, das sieht gut aus. Ich hab Durst. So, und zwar, ja. Wenn wir uns jetzt hier aus den Hülsen, die wir draußen in der Schmiede da machen, und mit Gunpowder dann Patronen selbstständig herstellen, dass wir auch ein bisschen Munition immer noch auf Halde haben. Aber eigentlich wollte ich ja jetzt gar nicht die Reloading Bench bauen, sondern den Wagenheber. Das heißt, ich brauche nochmal 3 Gears und einen Reifen. Boah, teuer. Musste eh nochmal was schmelzen. Vier Metallbahnen für ein Gear. Das ist ja übelst teuer. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, ganz gut. Ist schon alles vorbereitet. Könnten wir glatt mal ein Feuerchen machen. Geht schon wieder nicht an. Jetzt haben wir's. So, lecker Hähnchenschenkel durchgeschmolzen. Es dauert immer nicht lange, bis sie fertig sind. Ist ja, beim letzten Mal hatte ich schon, sind mir schon ein paar verkohlt. Deswegen muss ich jetzt mal kurz hier dranbleiben, weil sobald ich mich ablenken lasse, sind die Dinger verbrannt. So, können wir schon mal eins essen schnell, dann sind die anderen bestimmt fertig, ne? Ja. Sehr gut. Jo, Fett läuft noch eine ganze Weile durch, aber hier ist auch nicht so viel dran. Warte mal, da fällt mir doch was ein. Wir haben hier noch schön Bär zum Braten. Nicht noch auch irgendwo? Nee, ich glaube. Fett zum Rendern? Weiß ich nicht. Nee, das war ja das, was noch im Topf war. Ach so. Gut. Dann grillen wir uns noch durch. Oh, dann muss man einen Schluck trinken. Hoffnung, dass sie nichts anbrennt. Ne, es ist erst Medium. Mal gucken, jetzt hat es noch 25%. Ich will mal gucken, wenn es jetzt durchgebraten ist. Und ich es mir rausnehme. Was ja hoffentlich ja, jetzt der Fall ist. Ne, dann ist trotzdem genauso ranzig. Alles klar. So. Gut, ich glaube, das mit dem Wagenheber, das verschieben wir mal auf die nächste Folge. Bin schon wieder ganz schön drüber, hier so eine halbe Stunde ist ja hier nichts. Aber daran erkennt man dann auch, dass es dann doch schon Spaß macht, die ganze Angelegenheit. Die Distille ist fertig, da könnte man nochmal kurz gucken, 2x Alkohol hat es gebracht. Können wir uns auch nochmal Verbände herstellen. Ich muss mein Inventar wieder leer kriegen. Ich würde mal sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich hoffe auch, Spaß an der Folge hattet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Miss Survival wieder. Folge 13, anständig überstanden. Yay. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.